Ja, Leute, moin, schönen guten Abend. Ja, spät in der Nacht, sage ich jetzt mal so. Und zwar, ihr seht, das ist meine PS4 und zwar ist der Lüfter extrem laut. Und jetzt habe ich mir mal solche Wattestäbchen hier geholt. Ich habe da schon ordentlich direkt rausgeholt. Okay, das Weiße ist jetzt vom Wattestäbchen gekommen. Ja, ihr könnt das Gehäuse, da ist das Gehäuse, das habe ich auch schon ein bisschen sauber gemacht, auf jeden Fall. Ihr könnt das ganze Gehäuse abnehmen von der PS4. Und müsst halt nur vorsichtig sein, ne? Ja, dass sich da nicht zu viel abmacht, nicht abbrecht oder sonstiges. Halt immer ganz vorsichtig. Klar, man kann die PS4 auch noch anderweitig sauber machen, aber ich sag jetzt mal, dafür gibt es noch andere Punkte. Da müsste man hier noch ein Siegel wegmachen, zum Beispiel. Und da hätte ich ehrlich gesagt gar keinen Bock zu. Man kann halt hier noch mit dem Staubsauger drum gehen, Leute. Hier so rum. Ja. Was kann man noch machen? Genau, man kann noch in diesen kleinen Lüftungsstecher, sage ich jetzt mal, hier rein. Na, nun hängt er fest. Hier noch ein bisschen drinne. Na, Kamera, mach jetzt. So. Kann halt hier überall zwischen den Löchern noch durch. Ihr seht, Leute, guckt euch das mal an, was da rauskommt alles. Also, da kommt schon ordentlich was raus, Leute. Ihr müsst das mal sehen. Das sammelt sich alles an. Ihr denkt zwar jetzt sicherlich, ja, ich schiebe das Ganze eigentlich nur von unten nach oben, beziehungsweise von oben nach unten, aber man kriegt das echt gut weg. Ich habe mir da selbst ein Erklärvideo mal so ein bisschen gemacht, wollte euch das jetzt auch mal zeigen. Und ich hoffe mal, ihr seht es, guckt mal Leute, das ist richtig viel Staub drin. Ne, ich habe hier schon ordentliche Wattestäbchen verbraucht. Und es ist immer noch nicht sauber, nicht so ganz sauber, weil mein Lüfter von der PS4 ist halt extrem, ja, extrem laut, sag ich mal so. Und ihr seht, guckt euch das an, Leute, da kommt ordentlich was runter weg, ne? Eieiei, guckt euch das mal an, Leute. Ey, guckt euch das mal an. Ich habe die PS4 jetzt seit, ich glaube, einem Jahr knapp. Und was sich da an Staub so zusammen. Ihr müsst halt echt unten rein, weil dann kriegt ihr den ganzen Staub raus. Ihr seht, was da alles so an Staub wegkommt, Leute. Und das ist schon echt, heftig, was da so drunter wegkommt beim Lüfter. Das dürft ihr halt nur mit dem Wattestäbchen machen. Ihr könnt auch hinterher noch mit dem Staubsauger ein bisschen reinpusten, sage ich mal. Das ist auch nicht allzu schlimm. Aber halt aufpassen, nicht mit feuchten Lappen oder so. Also das bitte nicht, Leute, weil sonst habt ihr eure PS4 nämlich im Arsch. Und ich glaube, die braucht ihr nämlich auch noch ein bisschen. Also ihr seht, Leute, guckt euch das an, was da alles bei wegkommt. Das ist schon, eine Nummer, du. Also, da sitzt man dann auch in so 5 bis 6 Minuten bei. Ich sitze da jetzt ja auch schon ein bisschen bei. Aber es kommt halt immer, 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 immer mehr, Staub drunter weg. Und, es ist halt echt heftig, was da drunter wegkommt. Also, was die PS4 da über Jahre hinweg an Staub aus der Luft aufsammelt, das ist, das kann man fast als Staubsauger betiteln sogar. Ne? Da kommt immer noch. Kommt immer noch ordentlich was weg, Leute. Ich habe noch lange nicht alles. Aber ich komme halt nicht überall rein. Aber so sollte die PS4 einigermaßen mal wieder ein bisschen zumindest sauber sein. Wer nämlich eine PS4 zu Hause hat, Leute, den würde das Video, glaube ich, auch helfen. Ihr könnt übrigens die Kappe, könnt ihr oben einfach abmachen. Das ist einfach, zeige ich euch mal ganz kurz. Ich muss halt gucken, wer, wo, was. Da ist das, glaube ich.
Die Kappe, die könnt ihr einfach so da drauf setzen. Ach, warte mal, halt, hier ist auch PS4. Ich muss halt nur eben gucken, wie rum die auf jeden Fall kommt. Ja, meine Füße sind auch am Video. Ich glaube, so kommt das, glaube ich, wieder drauf. Ja, hier müsste es, ja, das kommt so wieder drauf, Leute. Ihr hört klicken, klack, klack, klack. Und ihr könnt es genauso wieder abnehmen. So, 1, 2, 3, 4. So, da sind überall solche kleinen Klickteile dran, Leute. Ihr seht's. Da zum Beispiel die kleinen Dinger da. Da so. Und da kann man halt hier überall mit dem. Nur mit dem Wattestäbchen, liebe Leute. Nur mit dem Wattestäbchen machen, bitte. Nicht mit was anderem, weil wenn ihr da mit Wasser reingeht, dann habt ihr keine PS4 mehr. Also halt nur mit Wattestäbchen im Rein. Könnt euch gerne auch andere Videos auf YouTube angucken, aber würde mich auch freuen, wenn ihr bei mir einmal vorbeischauen würdet. Dürft meinen Kanal natürlich auch gerne komplett einmal abonnieren, Leute. Ich guck mal, da kommt immer noch Staub weg und hier, da liegt schon ordentlich was, ne? Also ich bin da schon seit 10 Minuten bei. Ich habe das aber vergessen. Ne? Wollte das auch mal ein bisschen hier aufnehmen. Und wenn man jetzt das probiert, Leute, so, dann dürfte die PS4 eigentlich auch wieder laufen. Wir schauen mal. Wir schauen jetzt mal, wo ist denn der Stöpsel? Da ist der Stöpsel. Wir stellen die PS4 einfach mal eben hier an der Wand dran. Oh, nee, an der Box stellen wir die einfach mal eben dran. Dann hört man ja eigentlich. Gut, das war jetzt Fail. Kabel, genau. Also, ich lege mein Handy kurz weg. Aber jetzt ist das Kabel wieder dran. Und jetzt muss ich nur den Anknopf finden. Da. Also hört sich schon gleich viel leiser an. Ja, kühlt auch gleich wieder schön. Nicht mehr so heiß wie vorher. Ja, kühlt besser. Perfekt, Leute. Deckel drauf. So. Natürlich immer darauf achten, Leute, dass das Sony-Zeichen vorne ist. Dieses hier, Sony und PS4 nach vorne. Und dann müsstet ihr jetzt eigentlich nur noch draufklicken, Leute. Man hört es auch gleich, eigentlich, normalerweise. Das ist alles ein bisschen schwierig mit einer Hand hier zu machen. Ne? Habe ich es jetzt doch falsch drauf? Ne, eigentlich nicht. So, man hört. Klack, 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 klack. Und die PS4 ist leiser wie vorher. Sie schnurrt wie ein Kätzchen. Leute, bedanke mich beim für euch. Und wenn ihr Bock habt, wie gesagt, ich mache die PS4 jetzt als Schnellschalter aus. Wenn ihr Bock habt, gerne abonnieren meinen Kanal, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und teilt es bei euren Freunden und wen auch immer. Und wenn man ganz genau hinhört, schnurrt die halt wieder ein Kätzchen. Was man auch noch machen kann, Leute, ihr seht es wahrscheinlich, da ist noch nur so ein bisschen Schmutz drin. Dann nehmen wir uns noch mal ein Wattestäbchen, das habe ich total vergessen, Leute, Entschuldigung. Dann nehmen wir uns unsere Wattestäbchen und machen es ganz einfach. Handytaschenlampe. Dürfte eigentlich funktionieren. Okay, darf, kann nicht funktionieren, alles klar. Gut, dann nehmen wir da. Und da ist noch so ein bisschen Staub, Leute. Ne? Da gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Und gehen hier einmal dann lang.
Seht ihr, was da wieder wegkommt? So, das sind nämlich diese Lüftungsstecher für die PS4, dass der Luft bekommt und sowas. Er geht einmal nur drüber. Leute, guckt mal, was ich da weggekriegt habe. Das ist Wahnsinn. Das macht er natürlich auf der anderen Seite am besten auch einmal. Da habe ich das, glaube ich, schon gemacht. Das ist, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Wie gesagt, Leute, abonniert meinen Kanal gerne. Ich habe auch Livestreams. Und ihr seht, was hier für ein Dreck runterkam, Leute. Das ist das Ergebnis. Ja. Ordentlich viel Staub. Hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert gerne. Würde mich freuen. Ich bringe den Scheiß jetzt in den Müll. Und dann, Leute, hoffe ich, dass eure PlayStation dann auch wieder funktioniert, ne? Bis dann, Leute. Tschüss. Und nicht vergessen, abonnieren, Leute.